Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr habt jetzt im August fantastische Reisesterne und Schütze-Singles können der Liebe im Urlaub begegnen. Auch Party und Vergnügen stehen hoch im Kurs. Selbst wenn sich Pläne ändern oder Leute absagen, ergeben sich dadurch tolle neue Gelegenheiten, mit denen ihr gar nicht gerechnet hättet. Falls ihr in einem ganz persönlichen Anliegen Klärungsbedarf habt, helfe ich euch gern mit einer Beratung. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle wichtige Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop. Entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Und weil das halbe Jahr jetzt rum ist, könnt ihr das Jahrbuch jetzt mit 50% Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den August schauen. Die Schütze-Sonne bekommt von den ganzen Spannungsaspekten nicht so viel mit und viele Planeten stehen zu euch in günstigen Aspekten. Wenn nicht gerade andere Faktoren in eurem Horoskop die kosmischen Spannungen empfangen, sollte es für euch ein ganz vergnüglicher Monat werden, mit vielen Partys und schönen Urlaubszeiten. Und wenn ihr in einem Heilberuf oder als Evolutionsagenten unterwegs seid, werden die Konstellationen euch stark inspirieren. Wir starten mit der Sonne, dem Mondknoten und dem Merkur im Löwen, wobei der Merkur noch rückläufig ist. Und gegenüber steht der Mars, der ebenfalls noch rückläufig ist, im Wassermann. Bei euren Plänen, vor allem wenn es um Reisen oder Fortbildung geht, kann es also zu Änderungen kommen. Leute sagen ab oder das Gepäck kommt nicht an oder ihr vergesst etwas oder es ergeben sich heiße Diskussionen um ein Missverständnis. Regt euch nicht auf, denn dadurch können sich neue spannende Begegnungen mit interessanten Menschen ergeben, die sich als ganz wunderbar herausstellen. Es wird nicht alles so laufen, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Aber ihr seid ja flexibel und nehmt es mit Humor. Und deswegen kommt zwar am Ende etwas anderes dabei heraus, aber das wird euch wahrscheinlich auch gefallen. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen eurer Freunde zu Partys und gemeinsamen Unternehmungen. Die Venus in der Jungfrau zeigt günstige Tendenzen für euer berufliches Fortkommen, falls ihr keinen Urlaub habt. Nur eure Finanzen stehen etwas unter Druck. Es kann zum Beispiel Auseinandersetzungen um das Urlaubsbudget geben. Und beruflich solltet ihr finanzielle Verhandlungen, wenn möglich, auf den September verschieben. Am 6. August geht die Lilith ins Zeichen Wassermann. Sie geht dann für die kommenden 9 Monate in einen freundschaftlichen und lehrreichen Aspekt zu eurer Sonne und wird euch sehr inspirieren. Alles über den Transit, wann die Lilith durch welche Dekade geht und wie sich das für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Am 7. August wechselt die Venus ins Zeichen Waage und geht dann durch euer Haus der Freundschaft. Ein weiterer Hinweis darauf, dass ihr bestimmt viele Einladungen bekommt. Sie bildet dann allerdings ein paar schwierige Aspekte. Als erstes hier zu Saturn und zu Chiron, als erstes vom 7. bis 11. August. Da kann es in einer Freundschaft einen Konflikt ums Geld geben, vielleicht wegen einer alten Schuld. Jedenfalls würde ich euch in diesen Tagen davon abraten, euch Geld bei euuren Freunden zu leihen. Der 6. und 7. August sind aber Top-Tage für Flirts und Begegnungen. Und am 8. und 9. haben liierte Schützen besonders schöne Sterne für kuschelige Zeiten mit dem festen Partner. Am 11. August ist der Neumond im Zeichen Löwe. Das ist dann auch nochmal eine partielle Sonnenfinsternis. Und diese Konstellation steht günstig zu eurem Zeichen im Haus der Pläne und der Lebensphilosophie. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um Pläne zu machen für die nächsten 4 Wochen oder auch für die kommenden 12 Monate. Vor allem für eure nächsten Reisen und Fortbildungen. Wenn ihr selbst Kurse gebt, habt ihr wahrscheinlich sehr gute neue Ideen. Weil der Merkur noch rückläufig ist, lasst eure Ideen erstmal sacken, bevor ihr darüber sprecht. Spätestens zu Vollmond wird sich zeigen, was sich davon umsetzen und realisieren lässt. Nach diesem 11. August werdet ihr merken, dass bei vielen Menschen die Anspannung nachlässt und das werdet ihr auch als sehr angenehm empfinden, vor allem wenn euer Partner Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann ist. Am 13. August geht der rückläufige Mars zurück ins Zeichen Steinbock und steht dann mit
Pluto und Saturn in eurem Geldhaus. Das ist leider nicht so günstig für finanzielle Entscheidungen. Euer Verhandlungsrahmen ist eng. Verschiebt solche Angelegenheiten, wenn möglich, auf den September. Am 19. wird der Merkur wieder direktläufig und dann zeigt sich, welche Pläne für euch Hand und Fuß haben. Und am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Wenn ihr dann aus dem Urlaub zurückkehrt, könnt ihr mit frischen Ideen durchstarten. Vor allem die erste Dekade der Schützen wird bis zum Monatsende stark angeregt, sich um das berufliche Fortkommen zu kümmern, auch wenn es zulasten der Freizeit geht. Und das würde ich dann auch machen, denn die Sterne stehen sehr günstig und produktiv, da könnt ihr richtig was reißen. Zu Vollmond am 26. August kann sich schon zeigen, welche Projekte und Pläne sich für euch beruflich gut umsetzen lassen. An dem Sonntag selbst möchte allerdings eure Familie auch was von euch haben. Vom 23. bis 28. August gibt es nochmal eine schwierige Geldkonstellation, und zwar mit Venus und Pluto hier in euer Geldhaus und aus dem Haus der Freundschaften heraus. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel ein Businesspartner euch vielleicht sitzen lässt oder dass sich eine frühere Fehlentscheidung finanziell für euch unangenehm auswirkt. Deswegen der Tipp, finanziell nicht im großen Rahmen zu jonglieren, denn ihr habt die Sache nicht unbedingt unter Kontrolle. Versucht nicht, eine Lösung zu erzwingen. Die kommt wahrscheinlich von ganz alleine. Denn am 27. August wird der Mars in eurem Geldhaus wieder direktläufig und in der ersten Septemberwoche habt ihr sehr gute Sterne, um erfolgreiche Gespräche und Verhandlungen zu führen. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung, und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.